Oh je, was hier wieder auf uns wartet. Ja? Quill und ich müssen uns nicht versöhnen. Ich bin Groot. Wenn Quill die richtige Entscheidung trifft und uns weit weg von der Kirche fliegt, betrachte ich uns vielleicht offiziell als quitt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ich bin Groot. Ja, genau. Guardians of the Galaxy. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Ich bin Groot. Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Groot. Ja, yeah. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Tja, wunderschön. Na gut, wir müssen weiter. Wir haben mit allen gesprochen. Und jetzt sollen wir Cosmo kontaktieren. Gibt's was Neues? Oh, was war das für ein Glitch? Ich bin Groot. Das war nicht hübsch. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Nicht. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar. Und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt... Was war das? Cosmo, guck mal, was da steht! Was ist los? Ich bin Groot. Oh, scheiße, geht wieder. Denk mal, man hat ein bisschen Ruhe. Da geht die Action wieder los. Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flak bist du? Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Hör mal, ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Lady Hellbender lässt grüßen, ihr sogenannten Wächter der Galaxie. Gleich werdet ihr eliminiert. Nein, du wirst gleich eliminiert. Cool. Guck mal, der kleine Zwerg unten links. Wahrscheinlich. Den habe ich gekauft. Jetzt müssen wir hier fliegen und kämpfen. Und ich werde wieder sinnlos. Ich werde wieder versagen. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schoss ist nichts, das wir brauchen könnten. Wir stehen unter Beschuss. Ich weiß nicht, wie... Also kann ich schießen. Das macht keinen Spaß. Ich bin Groot. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst ja nicht mal fliegen. Ich muss aufpassen. Ich krieg keinen... Du darfst gerne angeben, Quill. Sie haben mein Baby beleidigt. Ja. Gib nur an, wer hier stand. Erstmal hier, da sind die Gegner. Einfach einen Schuldschein schicken. Sie wird deine Überreste erhalten. Diese Typen haben ein miserables Timing. Wäre ich doch nur im Hundegefängnis geblieben. Ich weiß nicht, wie man... Wie. Ach, da ging das. Alles klar. Keine schlechte Frage.
gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam einen Namen, richtig? Ah, oh, scheiße. Im Gegensatz zu dir habe ich meine Hausaufgaben gemacht, Peter. Kill. Diese Schiffe sterben nicht schnell genug. Das Problem lässt sich lösen. Aber immer wenn ich mit dem... Mann, den, ich darf den rechten Trigger nicht benutzen. Halt durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Wo sind welche? Mach bitte einen Fluchtversuch. Ich würde euch zu gerne jagen. Niemand flieht hier, du Schockhändler. Ah, Mist. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen können. Groot, suche einen Kanal mit weniger Arschloch-Inhalt. Ich bin Groot. Die Flager halten ihn irgendwie gewaltsam offen. Panik wäre angebracht. Eure Todesschreie werden als Beweis eures Untergangs aufgezeichnet. Jämmerlich. Wir stehen unter Beschuss! Ich hab den Typen erwischt! Direkter Treffer! Ich bin gut! Halt durch, Kumpel! Noch haben sie uns nicht getötet! Oh, so viele! Mach oh, scheiße! Ich will euch zu gerne jagen. Niemand flieht hier, du Schockhändler. Diese Typen haben ein miserables Timing. Für mich ist das Timing perfekt. Ich finde die Steuerung schrecklich, schrecklich. Du darfst gerne angeben, Will. Sie haben mein Baby beleidigt. Aber schieß auch, während du das tust. Wo sind können denn jetzt Lady wieder welche nicht da? Einfach einen Schuldschein schicken? Ich zahle dieser Psychologin keine einzige Junge. Oh, scheiße. Sind die? Wo ist Drax, der Zerstörer? Mein Auftrag umfasst 5 von euch. Drax kann gerade nicht ans Telefon kommen. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Oh. Mehr als dieser Ravager schon wert ist, die. Mist, jetzt habe ich wieder den... Ich will denn immer mit dem, Steig aus für einen besseren Winkel, falls es zu heiß wird. Ich mach das. Vertraut mir. Gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen, richtig? Im Gegensatz zu dir habe ich meine Hausaufgaben gemacht, Peter. Kill. Nur noch ein Level Lahmhirn übrig. Wir brauchen auch nur eins. Dreht keinen Sturz, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Diese Schiffe sterben nicht schnell genug. Na, wer ist jetzt die niedere Lebensform? Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Das? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Nichts. Es ist... Naja, es ist bestimmt sehr bequem. Lasse mich nicht verhöhnen. Dann unternimm was dagegen. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auflasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Das Wächter? Nein, überhaupt nicht. Die Milano hat's definitiv gespürt. Ach, wenn ich nach hinten ziehe. Aha. Wo ist er denn jetzt? Lady Schädeltossi hat echt ein miserables Timing. Ist sie hier? Schwachköpfe. Schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Ja! Setz den Beschuss fort. Sie werden nicht überleben. Ah, der ist alle. Der
geht mir echt auf den Senkel. Wo ist er? Da hinten. Ich habe das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Wir müssen wirklich an unserer PR arbeiten. Er macht uns fertig, Quill. Schwerer Treffer. Der hat gesessen. Flock, das hat weh. Mein Schiff. Oh, scheiße. Ah! Ah, Mist! Der droht! Ah, jetzt war ich selber. Komm. Ich bin gut. Ich glaube nicht, dass es diese Schrotzsäcke interessiert hat, die Galaxie belagert. Du hast doch nur Glück! Der Mistfleck hat uns getroffen! Macht sie endlich fertig! Das war nur ein Glückstreffer! Wir müssen uns wirklich besser um die Milano kümmern! Dieser. Endlich! Nein! Ich bin Larry! Oh, das war knapp! Nimm das, Lady Mistbacke! Ich glaube, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas. Okay. Durchgeschwitzt. Ja, yep. Die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Wow, das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe vor Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Müssen fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Es wäre nach Terrytia und der Gerichter. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Dringend Andockfreigabe. Bitte antworten, schnell. Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, 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 nein. Das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Ich bin Groot. Ich weiß, Kumpel, aber so können wir Startyps Fehler alle gemeinsam verfolgen. Wie können wir dir helfen? Wir sollten melden, was Raker vorhat. Meinst du, das verflagte Worldmind weiß das noch nicht? Vielleicht nicht alles. Ach Mensch! Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Nimm irgendwas, Peter! Wir sollten Ihnen von dem Versprechen berichten. Klar! Verbindung zum Bankdienst wird hergestellt. Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie! Was habt ihr vorzubringen? Gärtner vor allen Dingen. Hey, Worldmind! Lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein! Nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie... Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenbahn erobert die Sternsysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Riegel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort.
Plural, erwähnen. Das Wort meint es dann kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Hör zu. Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Novacore-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Köpfe zusammen. Sind etwaige Suchparameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade in diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xandar. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xandar ist im Eimer. Euch untersteht das Novacore. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie? Die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss sprengt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie. Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Kontrolliert ihr nicht die Nova Force, die magische Energie für das Nova Core? Sie ist nicht magisch. Aber ja. Und welche Erklärung habt ihr für die? Die kommt einem Außenstehenden auch nicht gerade logisch vor. Thanos sagte, die lebenden Computer von Xandar hätten sie erzeugt. Die lebenden Computer von Xandar sind die Nova Force. Sie existiert, weil wir existieren. Und wir existieren, also auch sie. Ihr könnt also eure kollektive Energie abschöpfen, so wie Raker die seiner Gläubigen. Vielleicht lässt sich da ja eine brauchbare Parallele ziehen. Womöglich. Das ist ein etwaiger neuer Berechnungsansatz. Wächter der Galaxie. Wir prüfen das später. Doch jetzt müssen wir unsere Abreise vorbereiten. Ihr geht trotzdem? Oh, ich habe die Saat des Zweifels gesehen. Wir haben uns aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des Galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Novacore. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin gut. Was? Machst du Witze?
Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Wir haben genug. Okay, bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Was? Das Universum geht unter und du zahlst mit unserem Geld eine Nova-Corps-Strafe? Hör zu, Mann. Die Kirche wird gleich kommen und uns alle holen. Wenn der Abschalter losgeht, sind wir leichte Beute. Okay, zumindest das wäre geklärt. Nichts wie weg hier. Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Quill? Quill? Ich seh's doch! Sohn eines Schmack! Kann nix machen. Der Sohn eines Schnack. Da geht's schon los. Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchin wird wahr. Peter? Ich muss erst hier raus. Komm schon, komm schon. Und los! Was zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, wir uns finden, das Versprechen sind wir geliefert. Auf Freiwilligkeit. Na klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Ich mag den Gartenzwerg. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Ich auch. Hallo. Ach so. Wartet wieder, dass man irgendwas macht. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Jetzt sag mal, Spiel! Ich mach eine Drehung. Oh, das ist so verwirrend. Hey, Drax, ich... Ich will nicht reden. Okay. Wir sind alle am Ende. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du kannst. Okay, wir machen nächste Folge weiter, ne? Wie spät haben wir es? Eine mache ich noch. Tschüss!